Als kleiner Zwischengang, Lammgottlieb mit Walliser Aprikose im Speckmantel, einfach höher gut. Feinste Walliser Aprikose teilen wir, die Steine rausnehmen. Wir so machen. Voilà. Dann Frühstücksspeck nehmen, in der Mitte oben an. Dann könnt ihr hier die Aprikosen schön einwickeln. Schöne Röllchen machen. Und dann gehen wir mit denen gerade direkt auf den Grillrost. Heißer Grill. Schön drauflegen, damit der Speck so richtig schön knusprig wird. In der Zwischenzeit kann ich den Knoblauch schneiden. Braucht Knoblauch. Dann können wir ein bisschen grob hacken. Ein bisschen Chili. Ich würde sagen eine halbe, je nachdem wie scharf ihr es wollt. Da könnt ihr schöne Ringel schneiden. Jetzt ist noch da ein bisschen teilen. Eins, zweimal. Dann Rosmarin. Dann können wir am besten gerade von vorne hier am Spitz nach oben ziehen. Da haben wir hier gerade alle Blättchen drin. So. Das Ganze noch mal schnell ein bisschen hacken. So. Aprikosen drehen schnell. Wenn die eine Seite schön braun ist, kann man die andere Seite auch noch schön anrösten. Und jetzt gehen wir in die Plancha rein, nehme ich ein bisschen Öl. Hier nehme ich wieder Olivenöl. Dann gehen wir mit dem Knoblauch, Rosmarin und der Chili rein. Und jetzt gehen wir direkt mit der Lammgotelette auf die Plancha und tun die hier mit dem Knoblauch und der Chili anbraten. Während dem Anbraten gehe ich mit Salz drüber. Ganz viel Prise drüber. Und Pfeffer gehen wir auch gleich drauf. Und das während dem Grillieren direkt. Wenn die erste Seite schön angeröstet ist, tun wir Kotelettchen kehren, die zweite Seite auch noch schön anrösten. Während dem Grillieren tun wir noch ein bisschen Zitronensaft drüber träufeln. Das gibt eine wunderbare Geschmacksexplosion. Lammkotelette sind fertig, somit können wir die schön anrichten. So. Aprikosen drauf. Upsla. Und fertig ist der Zwischengang Lammgottlieb mit Aprikosen im Speckmantel.